Ja, hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Keep Supernova. Ja, wie war das Splatfest? Wen gibt es wirklich? Aliens, die Nessie oder Bigfoot? Ich mache hier gerade mal ein paar Fotos in meinem Lieblingsoutfit. Also, das heißt im Lieblingsoutfit von Keep Splat natürlich, meinem Inkling-Avatar. Jetzt habe ich ja endlich eine Gasmaske und solange man noch nicht barfuß rumlaufen kann, habe ich eben mal diese Sandalen wieder angezogen. Sieht auch ganz nett aus. Ja, wie war's? Ich habe gedacht, wir gucken uns jetzt gleich mal ein paar Spiele an. Ich habe ja leider mal wieder nicht live spielen können. Huch, wo bin ich? Ja. Werden ein bisschen was dazu kommentieren und am Ende, vielleicht gibt es auch zwei Videos, weil ich weiß noch nicht, wie viele Spiele ich jetzt euch zeige. Und ganz am Ende werde ich dann das Ergebnis verkünden, das ihr bestimmt schon über Twitter erfahren habt. Also, dann, viel Spaß und gute Unterhaltung und bei dem folgenden Programm, ja, auch mal die Seite zeigen, jawohl. Ach, mit Gasmaske sehe ich einfach richtig gut aus. Wer hört mit? Wer ist dabei? Wer kapert die Welle? Surimi Syndikat für alle im Splatwelt. Ja, Ai und Atamantaro freut sich mal wieder. Und Marco. Jawohl, überall und irgendwo. Und Muri. Ja. Wen gibt es wirklich? Nessie, Aliens oder Bigfoot? Ich bin ganz ehrlich, mir gefallen eigentlich alle drei Wesen, aber Alien musste eben sein. Hier der Halbzeitbericht. Wir halten uns fest. Und ja, mit 34,92% ist es natürlich die Nessie. Aber ganz dicht gefolgt vom Bigfoot und vom Alien. Zwischen Bigfoot und Alien sind gerade mal 0,0. Ja, jetzt ist schon weg. So, dann gibt es natürlich noch Updates. Dass die Verbesserung der Spielergebnisse optimiert und so weiter. Das kann man auf der Website natürlich nachlesen. Und jetzt gibt es noch die momentanen Arenen, die Störwerft und Manta Maria natürlich. Immer wieder gern gesehen. Und für den Dreifarben-Match, den übrigens wir auch nachher versuchen. Oh, ich werde die Dreifarbenkämpfe einfach als separates Video machen. Ja, das macht es ein bisschen interessanter. Was halt ein bisschen interessanter, das ist ein bisschen ordentlicher, ja. Ist auch egal. So. Damit war schon alles gesagt und das war's ja, Schurken. Und denkt dran, macht Beute, Leute. Jawohl. Und wie immer beim Splatfest ist natürlich hier auch ordentlich was los. Im Splatfest ist es nämlich Nacht und es wird getanzt und es wird gefeiert und. Ich bin ganz ehrlich, ich lieb's eigentlich immer noch, auch wenn manche Spiele ziemlich frustrierend enden, leider. Ich lieb's immer noch und Splatoon ist auch eine wunderbare Gelegenheit, um auch mal Frust und Dampf abzulassen, wenn der Tag mal nicht so schön war, sage ich jetzt mal. Mich erinnern diese Logos immer noch an diese Frit-Packungen. Ja, ihr kennt bestimmt auch noch. Kennt ihr Frit? Also es sieht aus wie Frit. Es erinnert mich immer an Frit. So, wir gehen gleich rein. Und zwar in den Splatfest-Kampf. Natürlich ganz normal, nicht Profi. Wenn jetzt Leute fragen, ja, was bedeutet Profi? Ich glaube, bei Profi werden die Punkte dann überhaupt nicht gezählt, wenn man verloren hat. Sondern nur, wenn man im Winning-Team ist, werden die Punkte dazu gezählt. Und wenn man bei Profi ist, werden sie, glaube ich, nicht gezählt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Unsere Farbe ist violett. Grün wird eigentlich besser passen für Aliens, ne? Oder vielleicht wenigstens blau. Aber gut, Nessie ist ja auch grün. Und dann sind wir eben violett. Das Blut der Klingonen, ja, ist violett. Wenn man Star Trek, das unentdeckte Land, kennt, weiß man, wie Klingonenblut aussieht. Und es ist der erste Kampf im Splatfest. Wir sind im Team Alien und wir spielen gegen Nessie. Gegen das Nessie-Team. So, 3, 2, 1 und los. Ja, ich wollte cool cool rufen und habe die Aufnahme gespannt. Hab ein Foto gemacht. Ist egal.
Hier spiele ich mit. Mit der Airbrush-Dingens und. Ja, toll. Der Hai, der war jetzt da ein bisschen ungünstig. Und da empfehle ich beim Einfärben immer sehr hoch zu halten, die Waffe. Dann spritzt nämlich die Farbe besonders, die Tinte besonders weit. Hier den Hai. Und splatten hier mal einen Gegner weg. Ah, also die Farben sind richtig, richtig schön. Richtig schön beim Splatfest, da leuchten die Farben ja auch immer so schön. Das Grün sieht natürlich toll aus. Oh, wir sind am Spawnpunkt des Gegners. Der Gegner. Aber wurden weggesplattet, was ja nicht so ungewöhnlich ist, wenn man am Spawnpunkt ist. Jetzt hat es mit cool funktioniert. Ich rufe in letzter Zeit rufe ich eigentlich immer ganz gerne, wenn ein Spiel anfängt, eine Battle, dann rufe ich immer ganz gerne cool, cool. Das ist so, ja, man braucht was Motivierendes und man sollte sich auch mit allem Frust und so vielleicht in Erinnerung behalten, dass das Spiel ja Spaß machen soll. Gut, jedes Spiel soll Spaß machen, aber wir sind hier jetzt nicht bei der Fußball-WM, wo es einfach nur noch um Geld geht und um Werbung und so weiter, sondern es geht ja wirklich um Spaß. Wobei ich jetzt hier nicht die Fußballfans heutzutage sagen und fronten möchte, also beleidigen möchte, ne? Also ihr wisst vielleicht, was ich meine. Also Splatoon ist immer noch ein Spaßsport und kein ich muss unbedingt gewinnen Sport. Wobei, es kann schon sehr frustrierend sein, wenn man ständig wegsplattet wird, so wie jetzt eben. Wenn man den Gegner schon 1000 Mal beschossen hat und passiert nichts. So, noch eine Minute. Diese Nebengeräusche einfach nicht beachten. Das ist, wenn ich was trinke. So, ich muss mal gucken, wo meine Animation drin ist. So, da bin ich wieder. Der Ton war kurz weg. Das ist manchmal so, die letzten Sekunden laufen. Ja, meistens springe ich in den Tod, aber das mal schon. Keks mit G und dann auch noch 11. Na toll. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und das erste Spiel im neuen Splatfest, das für euch jetzt ja schon rum ist, ist durchgestanden mit zwei richtig, richtig tollen Farben. Und es ist ein Los. So, jetzt. Ich habe 5-mal klicken müssen, bevor die Animation funktioniert. Ich glaube, ich mache mal gleich mal die Win-Animation. Ah, jetzt funktioniert sie. Ah, ja. So, das ist unser Beitrag. Und wir sind noch im Normalo Aliens-Fan. Und es geht in die nächste Runde. Runde 2. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum sind da schon so viele Super-Alien-Fans und so weiter und der Kipp ist erst am Anfang. Das hat einen einfachen Grund. Ich bin nicht vom Anfang an beim Splatfest dabei gewesen, an diesem Wochenende, sondern erst am Sonntag, Nachmittag, weil ich am Samstag gar nicht zu Hause war. Da war ich geschäftlich unterwegs, ja. Könnt ihr bei Gelegenheit auf dem Kanal von Marshall Dogpuppy nachschauen, was ich da so gemacht habe. Und hab aber da auch einen richtig tollen Splatoon-Kollegen, könnte man dazu sagen, kennengelernt. Und vielleicht spiele ich demnächst auch mal mit dem oder gegen den oder so. So, zweite Runde. So, die erste war schon mal nix. Jetzt auf der Manta Maria, jetzt muss es mal klappen. So, und es geht sofort los. Ja, jetzt hat es auch mit dem Cool geklappt. Und, die Manta Maria sieht ein ganz klein wenig verändert aus zur Manta Maria aus Splatoon 2. Es sind ganz kleine Unterschiede, aber die Grundstruktur ist die gleiche. So, mit dem Highhammer warte ich, bis ein Gegner da ist.
weil ich will den benutzen, um Gegner loszuwerden, aber der Gegner lässt mich nicht los und springt auch gleich, springt selber vom Bord. Ja, da hat der Rückstoß von der Tinzuka, war da doch ein bisschen zu heftig, ne? Ach übrigens, apropos Tinzuka, ich habe im Laufe des Splatfestes, wo ich gemerkt habe, okay, das läuft nicht so prickelnd, habe ich die Gelegenheit genommen, weil ich auch ziemlich frustriert war und dann auch noch Rückenschmerzen hatte, habe ich ein paar Waffen ausprobiert, was vielleicht nicht die allerbeste Idee war zum Gewinnen oder für den Erfolg, aber vielleicht gibt es ein paar unterhaltsame Videos davon. Keine Ahnung, jetzt habe ich Sky weggeschafft, aber bin trotzdem noch weggesplattet worden. Oh, sieht momentan richtig gut aus. Sollte das ein Match sein, wo man gewinnen kann? Nein, natürlich werde ich weggesplattet. Das ist ja klar. Von einem Unleserlich. Ein Herrn Unleserlich. Oder Frau Unleserlich. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr so einfach zu... So Camille. Ja, es könnte auch alles Mögliche sein. So, jetzt springe ich nicht. Jetzt gehe ich von hier aus. Weil was nützt es, wenn man sofort weggesplattet wird? Dann kann man wieder einfärben, man kann nichts erreichen, sondern man ist dann einfach weg und muss dann wieder warten. So, da war doch der Gegner vorhin jetzt ordentlich drauf. Das muss doch jetzt unmöglich sein. Da ist noch einer. Hat nicht nichts. Bewegen sich so schnell. So, jetzt muss ich es riskieren zu springen, weil die letzte Minute läuft. Wir müssen jetzt das halten, damit wir es noch schaffen, doch noch zu gewinnen. Ja, jetzt mal den Highhammer rausholen. Der Highhammer übrigens ist eine Ultiwaffe, wo auch natürlich eine ganze ordentliche Menge einfärbt. Das sind nicht alle Ultiwaffen. Sind zum mega einfärben geeignet, aber auch wenn jetzt, ja, jetzt kommt wieder diese komische Ultrawaffe. Was ist denn das überhaupt? Ey, Hammer. Nee, das war irgendwas anderes noch. So, und das war's. Win or lose. Ich habe jetzt gar nicht mehr richtig aufgepasst. Ah, sieht gut aus. Boah, das war knapp, aber geschafft. Geschafft. Und hier ist der neue coole Move von Kip Splat. Jawohl. Nicht mein Lieblingsmove. Lieblingsemote. Der ist noch nicht in meinem Katalog drin. Den muss ich noch rausholen. Aber Katalog. Mir hat schon jemand das okay gegeben, mal so die Spinde anzugucken. Also es wird ein separates Video geben, wo wir uns die Spinde angucken. Habe ich ja eh vorgehabt, so ein paar Splatoon-Videos so außerhalb der Kämpfe zu machen, wo wir uns einfach mal ein bisschen in Splatville umgucken, vielleicht mal die Läden angucken, die Spinde und was war denn noch? Ah, wie man Fotos macht, habe ich schon gezeigt. Und was noch ansteht, ist natürlich der Story-Modus. Ich bin ganz ehrlich, vor so Sachen wie ein Story-Modus, da drücke ich mich immer so ein bisschen gern davor, weil ihr wisst, wer meine Ori-Videos kennt, ich bin einfach zu doof für solche Spiele. Aber ja, für den Story-Modus würde ich mir gerne ein bisschen Zeit nehmen, damit wir den auch richtig durchkriegen. Ich würde ihn ja am liebsten live machen, aber geht ja nicht. Also mache ich da Videos draus. So, die dritte Runde wieder auf der Manta Maria. Jetzt sind wir hoch motiviert mit Cool Cool Cool, jawohl. Weil wir haben ja ein Spiel gewonnen. Zwar ganz knapp, also es war wirklich sehr knapp, aber gewonnen. Und jetzt sollte doch wenigstens ein paar Siege drin sein. So, der Highhammer ist aktiviert. Also zur Aktivierung bereit. Und jetzt, ja, das setze ich mal ein. Das sind die Gegner. Die sind so geschickt. Die sind so geschickt. Feind ist Personio. Okay. Gut, könnte natürlich auch daran liegen, dass das Leute sind, die schon zu diesem Zeitpunkt seit 20 Stunden, ja, ich springe natürlich mitten rein ins Tinferno, die schon zu diesem Zeitpunkt seit 24 Stunden spielen oder so, weil ja das Splatfest zu diesem Zeitpunkt ja schon
eigentlich fast rum war. Und das macht natürlich Übung und vielleicht sind auch eingespielte Teams schon damit am Start, weil man kann auch mit Freunden am Splatfest auch mit Freunden spielen und mit denen in einen, so dich habe ich, so, und auch in einem Team dann. Also man muss natürlich im selben Team sein, also zum Beispiel, so wie jetzt in diesem Fall, Team Alien oder Team Nessie. Und das war ein komischer Effekt. Was war denn das? Das war ein Blitzer, was war denn das? Komisch, das habe ich noch gar nicht gesehen bei Splatoon. Und dann kann man auch mit seinem, mit Freunden auch in ein Team dann gehen. Vorausgesetzt, sie sind natürlich im selben Team. Ich kann jetzt natürlich mit meinen Gumbels nicht in ein Team, weil die natürlich alle ins Team Nessie sind, ne? Wo es hieß, ja, jetzt machen wir mal ein Alien platt. Ja, wir sind im Team Nessie, weil wir Dino-Fans sind. Das ist auch vollkommen okay. Ich mache da jetzt auch kein großes Ding mehr draus, weil, da gab es ja mal diese Challenge, wo wir gemacht haben, der, wo verliert, muss dann einen Wunsch vom anderen erfüllen. Und dann musste ich so ein Video machen, wo ich lauter gemeine Witze vorgelesen habe. Ich mache das alles nicht mehr, das ist mir einfach zu... Erstens habe ich die Zeit nicht dazu, wenn ich ganz ehrlich bin. Und zweitens auch gar keine Lust mehr dazu. Und das ist mir zu anstrengend. Und man wird einfach unnötig unter Druck gesetzt. Und dann macht das Spiel auch irgendwie gar keinen Spaß mehr. Also es geht mir jedenfalls. So, die letzte Minute läuft. Es sieht sehr schlecht für uns aus. Alles grün. Team Nessie ist ziemlich stark. Ja, toll. Den Namen nach und wie die komisch geschrieben sind, sind das stellenweise wahrscheinlich Leute aus Japan, die 24/7 nichts anderes machen. Das sehen, was waren das jetzt schon wieder? Wie Splatoon spielen. Das würde ich auch machen. Also ich würde ein bisschen in Splatoon leben, aber man hat ja noch ein Leben außerhalb der Spiele. Ja. Und man muss ja auch man muss ja auch das Geld verdienen, um diese Spiele sich leisten zu können. So, das war's. Runde 3. Und wir gucken auf den Punktestand. Ja, toll. Natürlich werden jetzt nur noch die Sieger eingeblendet. Was ich natürlich ein bisschen gemein finde für die Verlierer, weil die dann immer die Sieger sehen. Ja. Da bin ich ehrlich, ich habe es lustiger gefunden, wenn man sein eigenes Team trotzdem gesehen hat. Wenn es dann so am Boden zerstört war. Aber gut. Akzeptieren wir es, was Nintendo da gemacht hat. So. Ich würde mal die Waffe wechseln. Vielleicht geht es dann besser mit diesem Doppelplatscher. Splasher. Der sieht... Na gut, ich bin ganz ehrlich, ich habe gewechselt. Damit ich dann... wenn wir gewinnen, dass dann eine entsprechende Pose mal anders ist. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich schon entschieden, ach komm, ich werde jetzt ein paar Mal die Waffen durchwechseln. Weil, der Grabenpanzer. Wir machen einfach das Beste draus, wir sind am Verlieren, es läuft schlecht, also machen wir das Beste draus. Und machen eben ein Spaßspiel und es geht ja immerhin, werden die Punkte ja auch gezählt, auch wenn wir verlieren. So, wir sind schon ganz schön lange in der Lobby. Hier ist schon alles voll geschmoddert. Hallo, geht's noch weiter? Jawohl. Und der Kampf beginnt. Oh, gleich wird es eine Unterbrechung geben, weil gleich das Video rum ist. Weil ja die Capture Card immer nur 17 Minuten oder so aufnimmt. Oh je, wieder die Manta Maria. Maria, da. Oh, aber wir können wenigstens einplatschen. Das ist die Lieblingsbeschäftigung von Kip. Alles einfach einschmoddern. Jawohl, genau so muss es sein. Und gleich geht's weiter. So, und schon sind wir weggesplattet. Ach ja, natürlich von einem Sniper, das ist ganz klar. Oh, der Gegner ist in Gefahr, es sieht gut aus. Also schnell einfärben, färben. Damit wir die Punkte schön halten können. Ich habe auch noch nicht so viele Punkte.
Mein heimliches, persönliches Ziel ist ja immer mindestens, was heißt mindestens, aber so die 1000 zu erreichen. So, das darf man nicht vergessen, Rampenpanzer. Was ich gerne hätte, wäre als Ultiwaffe einfach so eine Nahkampfwaffe, wo man dann, wenn Gegner neben einem sind, so wie das Tintenschock, das war schon eine sehr tolle Ultiwaffe. Der Haihammer, der ist ungefähr vergleichbar damit. Aber mit dem Rampenpanzer kann man eben nur was reißen, wenn man irgendwo oben steht oder weiter weg ist. Ja, also ähnlich wie mit diesem Düsenpax, wo man dann so hoch saust und dann irgendwie... Der ist doch da oben irgendwo! Mann! Jetzt zieh mal alleine! Ich denke, oh toll. Jetzt war ich so gut dabei, da den wegzusplatten, ja. Jetzt muss mich der Sniper da wegsnipen. Toll! So. Mann, Nomeda. Also, weiter geht's. Toll. Also, ich laufe natürlich auch direkt rein in den Medusa-Klecksroller. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich mit so einem Klecksroller unterwegs wäre, ich würde niemanden treffen. Das ist übrigens komisch, dass ich wirklich, was Kills angeht, wirklich ganz schlecht bin. Egal, was für eine Waffe ich habe. Ich habe ja mit dem 3R-Splatscher. So, den habe ich erledigt. Habe ich ja immerhin die meisten Kills geschafft in der Vergangenheit. Aber, irgendwie ist so, den Sniper muss ich doch noch kriegen. So, bitteschön. Und, jawohl, so Horror. Da nennt sich wirklich jemand so Horror. Toll. Ja, das war jetzt dein Horror, ja. Jetzt hatte ich mal ein echtes Alien hier erwischt. So, und Alexa ist auch erledigt. Toll. Oh, wir kriegen doch noch ein paar Kills zusammen hier. Zwar nicht die 1000 Punkte, aber ich glaube, wir haben hier einen Sieg geschafft. Gucken wir mal auf das Endergebnis. Oh ja, das ist eindeutig. Das ist eindeutig. Jawohl. So. Ja, und wir kriegen hier eine Pose mit den beiden Pistolen von Kip. Jawohl, super. Kipsplat in Hochform. Die Gasmaskenstaffel hat begonnen und geht weiter. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die jetzige Splatoon-Staffel hier auf dem Kanal heißt die Gasmaskenstaffel. Jawohl, weil Kip eine Gasmaske anhat. Da fällt mir ein, ich habe ja auch eine. Ich guck mal, ob ich mein Avatar bis zum nächsten Mal dann eine Gasmaske ausrüsten kann. Kriege ich das überhaupt dahin? Weil das ist ja ein Blender und die Gasmaske ist im Poser. Naja, egal. Nee, man soll schon mein Gesicht erkennen. Also, das will ich jetzt nicht übertreiben. Es reicht, wenn der Inkling die Gasmaske anhat. Ja. So. Ah, und wenn wir die Gelegenheit bekommen, barfuß zu laufen, dann beginnt die Barfußstaffel. Dann in Abwechslung. Entweder mit Goggles oder mit Gasmaske oder mit Gummistiefel oder what auch ever. Der Krabbenpanzer, der ist schon ziemlich cool, ne? Also, man muss eben, wenn man wirklich optisch was reißen will für ein Video oder so, da muss man schon gucken, dass man es richtig, dass man die Kamera richtig dreht, dass man den sehen kann. Weil es ist jetzt das erste Mal, also Splatoon 3, ist das erste Mal, wo dann der Inkling bzw. der Octoling auch auf einem Fahrzeug oder so sitzen kann. Das finde ich ziemlich cool. Bei dem Hai haben wir ja auch. Sorry. Da sitzt man ja auf dem Hai und dann saust man da durch. Lässt einen Hai platzen und dann spritzt da die Farbe. So, die Wand hoch. Immer wieder. Es ist bestimmt schon tausendmal gezeigt worden und gesagt worden. Aber mir ist es egal. Ich sag's immer wieder. Ich find's einfach, was die Grafiker da geleistet haben, richtig cool. Dass die Optik der Farbe, dass die Wand runterläuft und so. Ich bin immer wieder davon begeistert. So, und natürlich werde ich vom Krabbenpanzer runtergeschossen. Das wäre da oben vielleicht besser gewesen. Da hätte ich ein bisschen mehr die Übersicht gehabt. So, auch die Plattform einfärben, wo man nicht so gut hinkommt. So, egal.
Der Gitterrost hat natürlich den Nachteil, dass man nicht schwimmen kann. Sonst glitscht man durch. Auch das habe ich bestimmt schon ein paar Mal gesagt, aber nein! Ah, oh, Skara 13 hat direkt die Kugel auf mich abgeworfen. Toll! Super, das hat mir gerade noch gefehlt. Wie soll man denn hier Punkte machen, wenn man ständig weggesplattet wird? Das ist nicht schön. Könnt ihr mich jetzt mal in Ruhe lassen? Hier meine Streicherarbeit. Anometer. Werde ich ja nie fertig. Oh, Mann, wie doof bin ich. Das ist doch keine Distanzwaffe, dieser Krabbenpanzer. Toll, voll erwischt. Es ist aber so, das ist irgendwie bescheuert, aber ich drücke schon automatisch immer wieder drauf und aktiviere die Ulti-Waffe, weil ich denke, die rettet mich dann irgendwie noch woraus. Dabei gibt es ja Ulti-Waffen, die mit denen kann man ja auf Distanz gar nichts erreichen. Auf der anderen Seite, wenn man dann plötzlich weggesplattet wird, dann ist es auch irgendwie verschwendet. Oh, wir sind ziemlich gut. Ich springe mal davor. Vielleicht schaffe ich es bis zum Spawnpunkt vor. Und an den Spawnpunkt ein bisschen, den Gegner ein bisschen demütigen und den Spawnpunkt einfärben. Also vor dem Spawnpunkt, der ist ja nicht mehr am Boden, das ist ja jetzt öfter in der Luft und springe dann praktisch auf die Map drauf. So, jawohl. Hier ist alles schön eingeschmoddert. Jawohl. Genau so muss es sein. Jetzt gehen wir noch da hoch. Ist da noch was Grünes oder was Leeres? Ja, da geht doch noch einiges. Ich glaube, das kann der Gegner jetzt nicht mehr einholen. So. Ja, so. So macht Splatoon Spaß. Wenn man auch mal die Gelegenheit bekommt, einzufärben. 4, 3, 2, 1 und Ende. Das war's. Oi. 71%. Also das kann nur, da kann nur beim Gegner jemand, disconnected geworden sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oh, Prime Fox hat auch coole Schuhe. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Sehen wir gleich, was die Gegner geleistet haben oder wie das. Moment, ich guck mal. Wird's eingeblendet? Ja, da war einer disconnected. Ja gut, das soll vorkommen. Das ist mir auch, ach, wann war denn das? Über ein Jahr her oder so. Da habe ich auch mal ein Spiel geschafft mit annähernd 90%. Also das war wirklich brutal und ich habe wirklich enorm viel eingefärbt. Und habe da ein Foto gemacht und habe das, ich meine, ich habe es auf Facebook gepostet, jawohl, mit dem Titel Die Gasmaske hat zugeschlagen. Und dann hieß es, ja, das ist ja keine Kunst, da waren ja Leute disconnected, das ist ja unfair. Das stimmt auch, ja, also das stimmt auch wirklich. Also jetzt mal im Ernst. Wenn Leute disconnected sind oder irgendwie rausfliegen und ein Team dann zu klein ist. Also ich kann mich mal an ein Spiel erinnern, wo ich sogar ganz alleine war. Komischerweise ist das Spiel nicht abgebrochen worden von dem Nintendo-Server. Dass es hieß, ja, da sind schon zu viele Leute zu frühzeitig irgendwie raus. Das Spiel wird abgebrochen. Ich musste bis zum Schluss, das war dieser Skaterpark-Map oder was das war, war ich alleine. Und zum Schluss sind die Gegner alle vor meinem Spawnpunkt gestanden und haben rumgesquittet und Squid-Party gemacht. Und da waren auch über 90% vom Gegner eingefärbt. Ich meine, das ist ja klar, wenn man allein ist, kann man ja gar nicht schaffen. Aber, das Spiel wurde nicht abgebrochen. Ja, weil ich alleine war. Und meine Waffe ist dann auch runter degradiert worden. Ne? Also da, man kann ja, man ist ja flotte Sprotte und so weiter. Ne? Und, und das war natürlich. Huch, was ist denn das? Und das war eine Ulti-Waffe. Oh meine Güte. Und das ist schon wirklich echt bitter. Also, weil wenn man so in der Unterzahl ist, dass man das Spiel unmöglich gewinnen kann. Ich bin überzeugt, es ist theoretisch möglich, zu dritt auch zu gewinnen gegen einen Vierer.
Team. Aber allein ist eben unmöglich. Und das ist schon so. Ja. Aber ich, ich beschwere mich jetzt hier nicht an der, an dieser Stelle. Oh, knapp der Coolkugel entkommen. Weil, wie gesagt, es soll ja Spaß machen. Und, ja. Ich habe leider keine Aufnahme davon. Das ist im Nachhinein betrachtet, war das schon ziemlich lustig. Aber ich war, glaube ich, an dem Tag ziemlich wütend. Schon wieder, was sind das? Diese vielen Pfeile. Ach du Schande. Ich glaube, wir werden hier total eingeseift. War das schon ziemlich frustrierend an der Stelle. Also ich war schon ziemlich sauer an dem Tag. Das könnt ihr euch vorstellen. Ich sage zwar auf der einen Seite, hey, es muss Spaß machen und man darf das nicht zu ernst nehmen, nicht zu sehr unter Druck setzen. Auf der anderen Seite, ich bin ein sehr schlechter Verlierer. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin ein sehr schlechter Verlierer. Vor allem, wenn man vom Tofu weggesplattet wird. Ja. Das sage ich so. Splatoon ist so vielfältig. Da gibt es noch was anderes, als dass man in Splat Fest oder ein Splat-Battle gewinnt, sondern das sind auch andere Sachen. Man kann coole Fotos auf dem Kopolis-Platz machen, ein Splat-Wheel. Man kann seine Amiibos einkleiden und cool, in coole Posen setzen und man kann seinen Spind einräumen und was ist denn das jetzt gerade gewesen? War da Gewitter? Und natürlich den Story-Modus nicht vergessen. So, 3, 2, 1... Und in Anarchiekampf, wobei der kann manchmal auch ganz schön frustrierend sein, weil den will man ja auch unbedingt gewinnen. Und ich glaube, der Punkt geht an das Team Nessie. Ja, mein Glückwunsch. Splatboy. Oh, das ist auch eine coole Pose von Splatboy. Muss ich mir auch mal merken. Ja. Aber wie gesagt, die Punkte werden gezählt. Übrigens auch ganz regulär, wie ihr seht, oben bei Geld geht es ja auch hoch. Also auch ganz regulär, die Splatpunkte werden komplett alle gezählt. Die zählen auch, also auch vom Splat fest. So. Ich habe vergessen, was ich davor hatte. Ich glaube, ich wollte eine andere Waffe. Und ich mache das nicht mit Absicht, so hin und her zu rollen, sondern das ist die Steuerung einfach der 3R-Schwabber. Erstens sieht cool aus, aber mit dem habe ich auch die gute Erfahrung gemacht, dass man gut killen kann. Was das hier ist, diese Nebel da, denn ich habe keine Ahnung, was der bedeutet. Da hätte man ruhig eine Klecksbombe oder irgendwas machen können, das, was der Nebel bedeutet, keine Ahnung. Aber probieren wir es mal mit dem 3R-Platscher. 3R-Schnellplatscher, Schwabber. 3R-Schwabber, der Eimer. Vom optischen her ist das eigentlich, na nee, der Eimer jetzt nicht, sondern dieser grüne, runde Eimer ist mein von der Optik her, abgesehen jetzt von diesen Doppelplatschern, Pistolen, meine Lieblingswaffe. Aber nur vom optischen her. Also vom optischen her gefällt mir das irgendwie ganz gut. Oder diese zwei Pistolen, diese Doppelplatscher. Doppelplatscher? Ja. Die Ulti ist natürlich auch ziemlich gut, aber man muss wirklich gut zielen können. Man muss wirklich gut zielen können, dass man die Gegner trifft. Und natürlich, wie jede Ulti, geht sie viel zu kurz. So. Jetzt mal gucken, ob ich hier mit Killen den gewohnten Erfolg habe. Anscheinend nicht. Gooper hat mich weggeplatscht. Also färben wir erstmal ein. Hier hat ja noch gar keiner eingefärbt. Verschütten ein bisschen Farbe. So. Oh ja, das weiß ich noch, dass der. Dass der bei dem Eimer, da muss man öfters springen und aufladen, weil der wird sehr schnell leer. So. So, um die Ultiwaffe zu benutzen, möchte ich ein bisschen höher stehen, damit ich auch einen Überblick habe.
So, jetzt ballern wir einfach mal da drauf los. Man muss schon sehr genau zielen. Aber den Cooper mit der Note, mit der Musiknote. Wie soll man so einen Namen überhaupt aussprechen, wenn da eine Musiknote drin ist? Cooper? Keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ist auch wurscht. Jawohl, die Klecksbombe hat mich. So, wir springen gleich nach vorne, weil es sieht bis jetzt gar nicht so schlecht aus. Vielleicht schaffen wir einen Sieg. Dualplatscher, Dualplatscher. Das ist ein Dualplatscher mit diesen zwei Pistolen. Oh, ich kann mir irgendwie die Namen von den Waffen manchmal echt nicht mehr merken. Jetzt werde ich sagen, oh, du bist ein toller Splatoon-Gamer. Toll. Ja, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, als ich eigentlich habe für das Spiel. Was ich mir mal vorgenommen habe. Da hat der Kill nicht funktioniert. Was war das für eine Waffe? Dualplatscher. Toll. Dass ich mir wirklich mal eine Zeit nehme, von Zeitraum für ein ganz bestimmtes Game dann auch mal Zeit nehme. Also dass ich dann zum Beispiel Destroy All Humans mal durchspiele und fertig spiele, dass das mal durch ist und wenn dann Splatfest-Wochenende ist, dass ich dann mich auch wirklich komplett auf Splatoon konzentriere. Gut, das letzte Wochenende ging ja nicht, weil ich da ja nicht da war, aber dann in Zukunft, weil das Spiel ist viel zu schön, als dass man es irgendwie mit schlechter Laune. Ja, übrigens, diese Runde war ein Los. Dass man es mit schlechter Laune nicht die Zeit dann da verschwendet. So. Aber Kuba hat eine coole Pose. So. Ja, das soll es dann gewesen sein für diese Runde. Ich bedanke mich. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Im nächsten Video, wie es dann weiterging auf dem Splatfest. Alien, Nessie und Bigfoot. Bis dann. Tschüss. Wahnsinn, Team Alien hat gerade einen 100er-Kampf gewonnen. Consider yourself stupid.